Im letzten Video haben wir mit Zeit gerechnet, und zwar Ende minus Anfang, multipliziert und so weiter, und haben gesehen, dass in Excel das Zeitformat ziemlich flexibel ist. Wir können es jetzt hier in diesem Video, wollen wir unser Wissen erweitern. In dem Fall wollen wir nicht nur die Zeit ausrechnen, sondern auch Zeit mit einer Zahl mischen, in dem Fall einen Stundensatz, um einen Betrag rauszukriegen. Ja, ich habe hier 4 Projekte, an denen ich gearbeitet habe. Hier habe ich um die Zeit angefangen, um die Zeit aufgehört. Ich will jetzt wissen, wie viele Stunden oder Minuten oder was immer ich da verbraucht habe. Und dann anhand von meinem Stundensatz hier will ich dann den Betrag ausrechnen, den ich dann in Rechnung stellen kann. Fangen wir erstmal mit der Zeit. Das ist jetzt die Zeit, die ich verbracht habe. Wie im letzten Video habe ich erwähnt, dass man muss unterscheiden zwischen Uhrzeiten, also zum Beispiel 6 Uhr, 10 Uhr, 12 Uhr, und Zeitspannen, zum Beispiel 5 Stunden, 36 Stunden, 42 Stunden. Ja. Zeitspannen können mehr als 24 Stunden sein, zum Beispiel 42 Stunden, während eine Uhrzeit kann maximal bis 24 Stunden. Deswegen, wenn man mit so Zeitspannen arbeitet, muss man auch dementsprechend formatieren. Und zwar, das ist jetzt eine Uhrzeit. Das heißt, hätte ich jetzt hier eine Zeit von mehr als 24 Stunden, würde sie wieder bei 0, ab 24 wieder bei 0 anfangen. Und um das zu vermeiden, macht man generell, wenn ich jetzt so Zeit habe, was eigentlich eine Zeitspanne ist, macht man generell so etwas. Und das sind jetzt Zeiten. Wenn ich jetzt das in Minuten haben will, so, man sieht es ja schon in der Vorschau, heißt 0, weil wieder Minuten, bei jede 60 Minuten werden die wieder auch zurück auf 0 gehen, und deswegen bleibt es bei 0. Deswegen, wenn man Minuten als Zeitspanne haben will, auch wieder Klammer auf, Minuten, Klammer zu, und schon haben wir die Zeit jetzt in Minuten. Ja, wenn man es in Stunden wieder zurück haben will, einfach Klammer auf und dann Stunden. Wenn man noch zusätzlich die Minuten haben will, Doppelpunkt, Minuten, und da hat man das Format, das man braucht. Okay, jetzt wollen wir hier den Betrag ausrechnen. Ich habe einen Stundensatz von 25, habe 6 Stunden gearbeitet, also erwarte ich hier einen Betrag von 150. Ja, und das probieren wir mal aus. Das da, mal das da. Ich lege diesen Satz fest, weil ich will dann die Formel runterziehen. So, und dann nach unten. Jetzt, wir sehen hier, die Beträge sind ziemlich niedrig. Ich habe 6 Stunden gearbeitet, kriege pro Stunde 25 und habe dann nur 6,25. Da stimmt doch was nicht. Und das Problem ist, dass Excel nicht mit diesen Zeiten arbeitet. Excel arbeitet mit Dezimalzahlen. Und das sind keine Dezimalzahlen, das sind 6.00 und nicht 6,00. Und deswegen, Excel arbeitet mit den Zahlen im Hintergrund, und die könnte man jetzt gleich sehen, wenn wir das auf Formatieren gehen. Machen wir hier anstatt HMM, machen wir 0,00, dass man die Zahlen sieht. Oder man wandelt in dem Fall die Zeitspannen in einer Zahl, und da sieht man sowas. Und das, die 0,25, ist eigentlich ein Tag, also 0,25 Tage. Excel arbeitet nicht mit Stunden oder mit Minuten oder mit Sekunden, sondern mit Bruchteilen von Tagen. Ja, in dem Fall, die 6 Stunden, die wir vorhatten, sind eigentlich, was Excel sieht, Excel sieht nicht die 6 Stunden, die ich gearbeitet habe, sondern es sieht einen Vierteltag. Hier in dem anderen Fall müssen es theoretisch 12 Stunden sein, aber Excel sieht einen halben Tag. Ja, und so weiter. Deswegen, wenn ich jetzt meine Zeit, solange ich nur mit Zeit arbeite, ist es kein Problem. Ich kann über Format, tue ich meine Zeit darstellen, so wie ich sie haben will, und habe alles in Zeit. Nur, wenn ich dann eine Zeit mit jetzt in dem Fall Geld mischen will, dann muss ich Rücksicht nehmen, wie Excel mit Zeit arbeitet. Wir haben gesehen, Excel, was Zeit betrifft, kennt Excel nur Tage oder Bruchteil von Tagen. Also eine Stunde ist für Excel 1 über 24 von einem Tag. Okay? Und deswegen muss man da Rücksicht nehmen. Wenn ich jetzt hier, ich muss jetzt hier einen Stundensatz, das heißt, ich habe hier einen Stundensatz, ich muss quasi, wenn Excel in Tage, die Zeit hier in Tage rechnet, dann muss ich meine Sätze in Tagessätze umwandeln. Ja, und das heißt, ich habe hier die Zeit mal meinen Stundensatz, und jetzt
mal 24, weil wenn ich meinen Stundensatz, das ist jetzt mein Tagessatz, das ist mein Stundensatz und 24 Stunden gibt es am Tag, also das heißt, ich habe einen Tagessatz von 25 mal 24. Und dann sieht man hier, das Format ist jetzt auf Doppelpunkt 00, das muss ich dann auf, es passiert manchmal, dass Excel das macht. So, und dann muss man es wieder auf Zahl und jetzt kann ich die ganze Formel runterziehen und da sieht man jetzt, das ist eher, was man erwartet. Okay? Also das heißt, wenn man Zeit mit etwas mischt, wie jetzt zum Beispiel Geld oder was anderes, muss man immer Rücksicht nehmen, berücksichtigen, dass Excel mit Tage arbeitet. Und je Stunde in Excel ist eigentlich nur ein Bruchteil von einem Tag. Das heißt, Excel arbeitet nicht mit 6 Stunden, sondern mit 0,25. Es arbeitet nicht mit 12 Stunden, sondern 0,5. Deswegen, wenn man einen Satz hat, wie hier, man muss diesen Satz in einen Tagsatz umwandeln, um dann die richtigen Beträge zu kriegen. Wir probieren mal noch ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt nicht einen Stundensatz, ich hätte jetzt einen Satz von, sagen wir mal, 1,20 Euro pro Minute. Okay, das heißt, wenn ich jetzt meine Rechnung, meinen Betrag ausrechnen will, dann ist es die Zeit mal den Satz und diesen Satz muss ich dann in einen Tagessatz umwandeln. Das heißt, Minuten in Stunden heißt mal 60 und dann Stunden in Tage mal 24. Das heißt, das ist mein Tagessatz. Ein Minutensatz von 1,20 Euro heißt in Tagessatz von 1,20 Euro mal 60 mal 24. Ja? Und das ist jetzt der Betrag, den ich kriegen würde, wenn ich jetzt einen Minutensatz hätte von 1,20 Euro. Okay, immer den Satz in einen Tagessatz umwandeln. Genauso ist es, wenn man sagt, ich hätte jetzt 0,23 Cent pro Sekunde. Ja, das heißt, das war anhand von einem Minutensatz. Ich muss dann hier nochmal mal 60, um diesen Sekundensatz in einen Tagessatz umzuwandeln. Und das ist dann die Berechnung. Ja? Weil in dem Fall, ich habe 23 Cent pro Sekunde, 60 Sekunden gibt es in der Minute, 60 Minuten in der Stunde und 24 Stunden im Tag. Und so habe ich dann mein Betrag. Immer wichtig, dass diese Sätze immer in Tagessätze umgewandelt werden, weil Excel arbeitet mit Tage. Und wenn man sehen will, mit was Excel arbeitet, einfach über Format, Zellen formatieren und das Ganze in Zahlen umwandeln. 0,00 oder auch über Zahlen, Dezimalstellen. Und da sieht man, mit diesen Zahlen arbeitet Excel. Das sind Bruchteile von Tagen.